und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und freue mich, dass ihr jetzt wieder dabei seid bei Teil 2 unseres Teamgeist-Videos. Teamgeist bedeutet, das ist eine Aktion von meinen Teammädels und mir. Und wir zeigen euch immer im ersten Video ganz viele Ideen für Karten von meinen Mädels oder auch für Verpackungen, je nachdem. Und im zweiten Teil zeige ich dann immer meine Idee dazu und wie man das Ganze bastelt. Und heute habe ich mir gedacht, weil unser Thema ja herbstlich angehaucht heißt, passt perfekt eine Taschentücherverpackung. Die macht man hier oben auf und da kann man dann die Tempos rausnehmen. Kann man natürlich auch die Lasche wegmachen, dann kann man es gleich direkt rauszupfen. Die habe ich jetzt mal noch dran gelassen. Verschließen tut sich das Ganze quasi wie von magischer Hand mit Magnet. Und ja, ich finde die Boxen echt total schön, muss ich sagen. Ich habe jetzt hier verschiedene Varianten für euch gebastelt. Es ist natürlich auch super, um Designerpapierreste zu verwerten. Das hier oben ist ein ganz altes Designerpapier. Hier unten habe ich mit den wunderschönen Blüten gearbeitet, die ich schon so lange nicht mehr benutzt habe, aber die so schön sind. Hier habe ich das Ganze in Savanne gestaltet. Also kurz zur Erklärung, das ist Terrakotta von der Grundfarbe. Hier Savanne mit diesem, auch einem älteren Designerpapier mit dem Eis innen drin. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Hier auch mit Magnetverschluss. Und hier in den Hintergrund habe ich auch noch ein bisschen gestempelt. Das machen wir heute auch. Und dann noch die Variante in Grün, also in Waldmoos, mit dem Weihnachtspapier. Auch hier mit Magnetverschluss. Und hier ist die Kombination mit Mangogelb von der Schrift. Und hier habe ich das Etikett auch noch ein bisschen anders gemacht. Das kann ich euch noch kurz erzählen, wenn ihr das, wenn euch das interessiert. Also, wir machen heute noch eine weitere Farbkombination. Und jetzt zeige ich euch mal kurz, mit welchen Materialien ich die Sachen hier gearbeitet habe. Oder das kann ich euch kurz erklären. Den Hintergrund habe ich gestaltet von dieser Schachtel. Hier sind auch die Blätter in den Hintergrund mit dem Herbstanfang. Da habe ich diesen Stempel hier benutzt, diesen hier. Das finde ich passt sehr, sehr schön zum Herbst. Und diese Box, da habe ich diese Zweige drauf gemacht. Die finde ich auch total schön. Die sind aus dem Eisblüten. Hier unten dieser Zweig. Hier habe ich jetzt mal nicht gestempelt, also die dritte Variante. Und die Etiketten machen wir so, wie sie hier sind, mit einer ganz normalen Etikettstanze. Wer aber sagt, er möchte gerne so ein Etikett hier oben haben. Da habe ich auch noch was benutzt, das muss ich schnell suchen. Da habe ich mir einfach diese Form aus den bestickten Etiketten herausgenommen und habe das ausgestanzt. Dann habt ihr ja hinten diese schönen, den schönen Rand, aber den habe ich einfach weggeschnitten. Dann hat man hier so ein besticktes mal ein bisschen anders Etikett sozusagen. Also so kann man es natürlich auch machen. Genau. Und wir arbeiten heute mit dem Farbkombination Brombeermousse und dem Designerpapier im schönsten Glanz. Also das ist auch das grüne Designerpapier wie hier oben. Was ich mir auch super als Farbkombination vorstellen könnte, ich lege euch das jetzt mal hier hin. Also so wie hier in Brombeermousse mit dem Grün. Oder was sich bestimmt auch gut anbieten würde, wäre Merlot-Rot und das Grün. Ich glaube, es passt auch ganz gut zusammen. Aber wir bleiben heute bei Brombeermousse. Dann legen wir jetzt gleich mal los. Ich brauche heute mal wieder meinen Papierschneider. Übrigens, weil ich es gerade noch da habe, meine Herbstkarte könnt ihr euch natürlich auch anschauen. Die würde natürlich auch perfekt zum Thema passen. Ich verlinke euch das Video dazu jetzt mal hier oben rechts. Ich hoffe, ich habe es schon eingestellt. Ich weiß noch nicht genau, wann es online geht, aber ich habe es gerade eben gebastelt. Deswegen macht das alles in einem und deswegen zeige ich euch das jetzt mal noch schnell. Okay, also an Papier braucht ihr einmal eben Brombeermousse, in dem Fall jetzt. Und das schneide ich mir jetzt zu auf 16,5 x 13,5 cm. Also 13,5 in der Höhe und 16,5 in der Breite. Das 16,5 lasse ich mir jetzt gleich mal hier angelegt und falze mir das Ganze einmal bei 5,4 cm. Dann bei 7,8 cm. Bei 13,2 cm. Und bei 15,6 cm. So sieht es jetzt aus. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Und die kurze Seite, die falze ich mir auch nochmal nach, und zwar bei 10,8 cm. Das ist quasi unser Boden. So sieht das Ganze jetzt aus.
Und dann nehme ich mir noch meinen Streifen Designerpapier. Wie gesagt, das ist eigentlich ein Weihnachtsdesignerpapier. Und der braucht das Maß 15 cm mal 5,4. Also 15 cm und 5,4 hat er schon. Genau. Und das mache ich auch so, dass ich den auch gleich noch falze. Und zwar bei der langen Seite bei 7 cm. Und bei 9,7 cm. So. Und dann machen wir gleich mal den Anhänger. Da nehme ich mir jetzt die Stanze Bezaubernder Anhänger. Das ist auch eine neue Stanze, die ist auch so für drei verschiedene Größen oder für noch mehr. Und lege mir jetzt hier mein Designerpapier ganz rein, bis es hinten anstößt. Und stanze mir das jetzt einmal. Das ist ein bisschen breiter wie die Stanze, aber das geht trotzdem, das habt ihr ja gerade gesehen. Und dann habt ihr hier so einen richtig schönen Anhänger, das ist dann nachher unser Verschluss. Übrigens, diese Anhänger sind ein bisschen anders, das ist mit einer alten Stanze gemacht. Vielleicht habt ihr die ja auch, die könnt ihr natürlich auch benutzen. Und gestanzt habe ich mir jetzt diesen bisschen längeren Teil. Und diese Maße für meine Box habe ich mir an meinem Taschentuch ausgemessen. Ich habe mal vor einiger Zeit, das habe ich euch mal in den Swaps gezeigt, eben so eine Box bekommen. Beim Swappen bei dem Onstage in, ich glaube in München war es, oder in Wiesbaden, ich weiß gar nicht mehr genau. Und da habt ihr euch auch gewünscht, dass ich euch das mal zeige, wie man das bastelt. Das ist natürlich eine kleinere Box, da sind kleinere Taschentücher drinnen. Ich habe das jetzt einfach auf diese Discounter-Taschentücher angepasst und habe mir das so ausgemessen, dass ich erstmal die breite Seite, dann die kurze Seite, also die hohe Seite, wieder die breite Seite, wieder die hohe Seite und eine kleine Klebelasche habe. Also so baut sich das Ganze auf. Ich zeige es euch jetzt nochmal von nah. Einmal ist hier die Breite von der Vorderseite, von der Höhe der Taschentücherverpackung, wieder von der Rückseite, von der Höhe und dann noch eine kleine Klebelasche. Das ist alles. Also ihr könnt euch das auf jede Verpackung umrechnen, so wie ihr das dann braucht. Genau. Und dann schneiden wir uns das jetzt noch zu. Und ich schneide mir jetzt hier unten diese kleine Ecke schneide ich mir weg. Und schräge mir meine Klebelasche so ein bisschen an. Das hier oben ist meine Klebelasche mit dem ganz schmalen Streifen. Seht ihr den? Den stecke ich mir einfach so an. Und hier unten schneide ich mir direkt an der Falzlinie das so ganz leicht ein, sodass ich die Falz rausschneide. Nur ganz leicht wirklich. Das mache ich hier bei allen vier. Eigentlich sind es nur drei. 1, 2, 3. Und bevor ich mir das jetzt zusammenklebe, stempel ich mir das Ganze noch. Als Stempelset benutze ich ja heute einmal die Genesungswünsche. Da ist dieser Spruch von Herzen gute Besserung drinnen. Und da habe ich mir gedacht, könnte man vielleicht auch diesen Zweig in den Hintergrund stempeln. Als zweites verwende ich die Pop-Up Petals Blüten. Die sind ja auch total schön, da wäre auch ein Zweig dabei. Also hier und hier würde sich natürlich auch anbieten. Oder wir machen eine Kombination aus dem und dem. Machen wir es so, oder? Dann nehme ich mir jetzt mal die Blüten raus. Also einmal diese dünne Blüte hier. Und einmal dieses Büscheligere. Das brauchen wir nachher auch noch. Und dann stempel ich mir das Ganze noch auf. Das ist nicht so klein. Und das Ganze mache ich jetzt Ton in Ton in Brombeermus und nehme mir noch eine Stempelunterlage drunter, ein Schmierpapier, weil ich da auch ein bisschen über die Ränder stempeln werde. Da gehe ich jetzt einfach ziemlich wild über mein ganzes
über meinen Farbkarton und ruhig auch über die Falze drüber. Also das macht gar nichts. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. So, hier oben noch was. Jetzt machen wir den dünnen Zweig auch noch rein, weil es den wahrscheinlich eigentlich gar nicht mehr bräuchte. Aber der ist auch ganz hübsch. Wer möchte, kann natürlich auch noch die Laschen hier unten ein bisschen bestempeln, aber so, ich glaube, das reicht. Ich versuche euch das jetzt mal so hinzumachen. Ich hoffe, ihr könnt es gut sehen. So, schaut das Ganze jetzt aus. Ich räume kurz auf. Und wenn wir schon beim Stempeln sind, dann stempeln wir auch gleich die Blüten auf. Dazu nehme ich einfach ein Stück Flüsterweiß. Und einmal habe ich mir ausgesucht aus den Blüten diese Blüte hier oben. Ihr könnt natürlich auch jede andere nehmen. Und dazu passen ja auch gleich die Stanze vierblättrige Blüte. Und das ist natürlich perfekt, weil dann können wir uns das gleich direkt ausstanzen. Und die stempel ich mir jetzt auch auf in Brombeermus oder soll ich eine andere Farbe? Nö, ich glaube, ich bleibe beim Farbkonzept. Und da brauchen wir jetzt zwei Blüten. Ich habe mir da mal unten den Punkt hingemacht, wie sich die Blüte ausstanzt. Die habe ich an meiner Stanze auch. So kann ich das genauso aufstempeln, wie ich es dann ausstanze. Und von Herzen gute Besserung, das stempel ich mir jetzt auch gleich auf. Und dann können wir das Ganze auch gleich noch ausstanzen. Da benutze ich jetzt noch das zeitlose Etikett. Das finde ich da sehr, sehr schön. Ich stanze mir das einmal aus und die Blüten auch gleich im Anschluss. Was ihr sonst noch alles braucht, das habe ich jetzt mal hier reingelegt. Einmal habe ich die Kork-Accessoires Magnolienweg ausgesucht. Das ist so eine Mischung aus so kleinen Kork-Anhängern, den kleinen Blüten und den Blättern. Da habe ich mir zwei Blätter rausgenommen. Und Achtung, die schauen in zwei verschiedene Richtungen. Da gibt es zwei unterschiedliche Blätter. Und ich habe einmal nach oben, also nach rechts, und einen schaut nach links, so ausgewählt. Das seht ihr auf meiner Verpackung. Der eine geht hier in die Richtung, der andere geht in die. Dann habe ich mir den Leinenfaden genommen. Und schneide mir da jetzt auch gleich ein Stückchen ab. Der ist ein bisschen kuddelmuddel hier bei mir. Und das mache ich jetzt gleich mal vorher. Das kann man natürlich auch danach machen, aber ich finde, es ist vorher immer ganz praktisch. Und fädel mir den jetzt hier unten einmal durch das Loch hier unten durch. Das ist einfach nur ein kleiner Hingucker. Und zwar so mit doppelt. Einmal so durchfädeln und dann die beiden Enden sozusagen durch diese Lasche fädeln. Dann habt ihr hier so einen kleinen Verschluss. Ich finde, es schaut sehr, sehr schön aus. Das ist hier noch so ein ganz kleiner Hingucker im Hintergrund. Mir gefällt es so. Muss man natürlich nicht machen, aber ich habe mir gedacht, ich brauche das. Okay, so. Und dann geht es jetzt an unsere Verpackung. Und ja, genau, was ich noch hergelegt habe, sind so kleine Mini-Magnete. Die möchte ich dann natürlich noch unten drin anbringen, dass man die nachher nicht sieht, wenn man es aufmacht. Die sind also hier einmal unter dem Etikett und einmal innen in der Verpackung drinnen. Ich nehme jetzt einfach mal ein Klebeband, ein Abreißklebeband und klebe mir das jetzt mal hier auf meine Klebelasche drauf. Und dann nehme ich mir noch mein Falzband und knicke mir mal alle Falzlinien richtig schön nach. Hier unten, wie gesagt, ist der Boden. Und dann haben wir hier noch die kleine Klebelasche. Die knicken wir uns auch schön rein. Und dann nehme ich mir gleich das Abreißklebeband hier ab. Und klebe mir die Box jetzt einmal zusammen, dass sie schön verschlossen ist. Und jetzt ist es so, dass ich hier hinten, wo meine Klebelasche ist, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, also hier hinten ist meine kleine Klebelasche, die zeigt jetzt nach hinten.
da kommt dann nachher mein Papier rein. Und zwar so, dass ich das dann schön verschließen kann. Okay, so funktioniert das Ganze. Jetzt nehme ich mir hier noch Klebeband drauf, auf diese andere Lasche, die wir nicht gestanzt haben. Auf diese hier, auf die Hinterrückseite sozusagen. Ich könnte es natürlich auch mit Flüssigkleber machen, das ist vielleicht dann nachher besser zum Zusammenbauen, aber ich habe das jetzt schon drauf und das soll ja auch richtig fest sein. Wobei der Flüssigkleber natürlich auch total fest ist. Aber da muss man jetzt nur aufpassen, dass man es nicht gleich anklebt. Also jetzt nochmal darauf achten, dass die Klebelasche auf der Rückseite ist. Dass man das dann hier so einfädelt. Und dann erst hindrückt, dass es nicht gleich sofort klebt, wenn man noch gar nicht an der richtigen Position ist. Und dann drücke ich mir das einfach nur fest. Und schon ist meine Verpackung von außen jetzt eigentlich schon mal so, das Grundprinzip ist jetzt schon mal fertig. Und jetzt nehme ich mir auch gleich den Flüssigkleber, weil jetzt klebe ich noch den Boden zusammen. Und da achte ich jetzt darauf, das ist ja meine Vorderseite, dass das hier die letzte Lasche ist, die ich verschließe, dass es so einen schönen Abschluss macht. Ich zeige das euch jetzt gleich. Also hier ist vorne. Dann klappe ich mir einfach meine zwei Kleber hier so ein, meine zwei Laschen hier so ein. Mache mir da ein bisschen Flüssigkleber drauf. Klebe mir dann zuerst die Rückseite an. Ach ja, genau, das hatte ich letztes Mal auch. Das wollte ich eigentlich noch ändern. Die muss ich mir noch ein bisschen einkürzen. Es kann sein, dass ihr das auch müsst. Ich kürze mir die noch ein bisschen so ein. Und klebe mir meine Vorderlasche zurück. Ja, genau, das war das Problem. Ich klebe es jetzt erstmal an und dann erkläre ich euch das kurz. Klebe mir das jetzt einmal an. Und jetzt habe ich hier vorne diese schöne Kante. Also auf meiner Vorderseite hier diese schöne Kante. Und was ich jetzt falsch gemacht habe, das wollte ich eigentlich noch ändern. Genau, das war's. Ich habe mir gedacht, irgendwas wollte ich nur ändern, bevor ich das Video aufnehme. Aber das kann man nachträglich auch noch ändern. Ich habe jetzt hier so einen leichten Überstand gehabt, den schneide ich mir ab. Den könnt ihr einfach vermeiden, indem ihr den Boden an einem anderen Maß faltet. Das blende ich euch jetzt mal hier unten ein, wie das Maß eigentlich heißt. Das kann ich euch ja auslesen, Quatsch. Bei 2,6 cm oder 2,5, also 2,6 wäre perfekt. Das heißt, ihr faltet euch das nicht, diese 13,3 Falte bei 10,5, sondern bei 2,6, ganz am Anfang. Genau. Ich schreibe mir das nochmal groß auf. Das blende ich euch dann auch gleich am Anfang vom Video ein, dass ihr das dann richtig macht. Entschuldigung. Aber das ist halt so, wenn man das... Ich habe jetzt die Prototypen schon vor längerer Zeit gebastelt und jetzt... Ich habe nur irgendwas im Kopf gehabt, aber was es genau war, weiß ich jetzt. Habe ich nicht mehr genau gewusst. Okay, und jetzt probieren wir das mal aus mit einer Tempopackung. Die passt jetzt hier perfekt rein. Ich finde, die Farbkombi ist cool. Die hat was. Okay. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist, dass wir unsere Magnete verstecken. Und dazu mache ich jetzt zuerst die Frontdeko und klebe mir danach das zweite Magnet innen rein in die Box, dass man das nachher nicht sieht. Und dazu habe ich einfach das Etikett genommen und das habe ich mir so ein kleines bisschen über das Falzbein gezogen. Also hinten so ein bisschen nach oben und vorne ein bisschen nach unten. Sollte es eigentlich schon trocken sein, das ist jetzt bei mir tatsächlich nochmal verschmiert, obwohl es jetzt schon vor einer Zeit aufgestempelt worden ist. Muss ich nochmal schnell machen. Okay. Also irgendwie trocknet meine Farbe schlecht. Ich zeige euch das jetzt anhand von meinem ersten Muster. Ich habe hier mir die Rückseite so nach oben übers Falzbein gezogen und dieses vordere Teil nach unten, damit es dann hier so eine geschwungene Form hat. Das habe ich jetzt bei dem auch ganz vorsichtig gemacht, also das ist das frisch gestempelte. Ich habe jetzt auch in der Zwischenzeit ein bisschen aufgeräumt, aber es ist noch nicht ganz trocken. Deswegen werde ich jetzt lieber vorsichtig sein und nicht nochmal drauf warzeln. Und meine Blüten, die sind aber schon trocken. Da habe ich Farbe an den Händen und das färbt ab. Irgendwie, naja, die Blüten, die biege ich mir jetzt auch gleich so ein bisschen in Form. Und zwar einfach so ganz leicht nach oben. Ja, ich habe schon irgendwo habe ich Farbe, wo abgeht. Und das klebe ich mir jetzt einfach noch mit einem Klebepunkt zusammen. Und versetze die so leicht schräg übereinander. Also das ist dann mein Element für
vorne drauf. Das mache ich jetzt nur zuerst, damit es noch ein bisschen Zeit hat zum Trocknen. Klebe mir da unten auch ein Dimensional mal drauf, dass ich das nachher dann... Das können wir auch gleich machen. Das können wir gleich unten auf die Box drauf kleben. Mit dem Kork-Element, mit dem Blatt. Einfach ein bisschen Flüssigkleber drauf. Das finde ich total schön, diese Korkteile. Die machen das, machen schon noch ein bisschen Highlight. Und das klebe ich jetzt einfach hier unten so drauf. Und die Blüte so leicht oben drüber. Können wir jetzt den Faden auch noch einkürzen? Der muss gar nicht so lang sein. Genau. Und jetzt hoffe ich, dass es schon trocken ist. Ich klebe mir jetzt unten nochmal Dimensionals drauf. So, normalerweise braucht die Farbe gar nicht so lang zum Trocknen. Da ist irgendwas mit meinem Stempelkissen, stimmt da glaube ich nicht. Das passt was nicht. Das ist auch so ein bisschen bröckelig. Und was ich jetzt hier mache, ist, dass ich zwei Dimensionals übereinander klebe, dass das einfach noch ein bisschen höher ist. Ganz zu viel. So. Ich nehme mir jetzt mal meine zwei Magnete raus. Die sind jetzt also zusammen. Zieh mir die jetzt in der Mitte auseinander und klebe mir dann diese beiden Flächen auf Klebepunkte drauf. Also diese beiden Flächen, die ich jetzt hier habe, wo die hier zusammengehen, die kommen jetzt auf zwei Klebepunkte. So. Und dann ziehe ich mir das einmal ab, das eine Magnet, und klebe mir das hier in die Innenseite rein von meiner Verpackung. Das ist jetzt ein bisschen fummelig, das gebe ich schon zu. Also ich nehme mir das jetzt einfach mal auf eine Pinzette auf und klebe mir das hier innen. Ich zeige euch gleich ungefähr, auf welchen Punkt ich das klebe. Also ich habe das jetzt eben hier reingeklebt auf der rechten Seite. Und jetzt nehme ich mal das andere Magnet und halte mir das mal oben drauf, dass ihr die Stelle seht, ungefähr wo es ist. So, das müsste ich das jetzt selber suchen. Jetzt klebt es natürlich an meiner Hand. Also so von der Stelle ist ungefähr der Bereich, wo ich mir das jetzt angeklebt habe. Und jetzt mache ich das einfach genauso. Ich mache die Klappe nochmal zu und lasse mein Magnet nochmal suchen. Also das findet sich von alleine im Prinzip. Also ich merke hier, wird es hingezogen. Und da klebe ich dann einfach mein oberes Magnet noch oben drauf. Und jetzt, wenn ich es auf und zu mache, schließt sich das von alleine. Und da klebe ich jetzt einfach mein Etikett so drüber. Und zwar so von der Höhe her, dass ich hier oben noch Platz habe für mein Blatt. Also ihr seht, das Blatt passt da ganz gut hin. Das Etikett kommt etwas weiter unten hin. Das Blatt können wir auch gleich noch hinkleben. Und dann ist unsere Taschentücherbox schon fertig. Das klebe ich jetzt eben hier noch hinter das Etikett. Und dann schaut es hier oben noch so ein bisschen drüber. Und sieht schon richtig schön aus, oder? Also ich finde die Verpackung total toll. Okay, also wie gesagt, das schließt sich von selber. Klick. Und wir schauen jetzt gleich noch, ob da unsere Taschentücherbox noch reinpasst. Es funktioniert. Und man muss halt nur gucken, dass das innen nicht abfliegt, das Magnet. Aber also bis jetzt hat es bei mir bei allen super gehalten. Okay, und dann ist unsere Box schon fertig. Ah, fast. Eine Sache habe ich natürlich noch. Was ich jetzt noch benutze, sind die verzitierten Glitzersteine in Gold. Die setze ich jetzt hier noch auf die Blüte innen drauf. Und jetzt gucken wir mal von der Größe. Da gibt es jetzt zwei verschiedene. Ich glaube, man nimmt den zweitgrößten am besten. Ja, der schaut doch gut aus. Der passt ja richtig schön in die Mitte rein. Gibt es natürlich auch in Silber, aber ich finde, so zum Herbst passt das Gold ganz gut. Das macht dieses, eigentlich finde ich, ein bisschen kühle Brombeermus noch ein bisschen wärmer. Also das finde ich, schaut schon sehr schön aus. Und was sagt ihr? Jetzt ist die Box fertig, die ist leicht bestempelt im Hintergrund. Ich hoffe, das kommt an der Kamera rüber. Irgendwie ist es so hell und gleichzeitig so dunkel. Ich weiß nicht, was heute los ist. Und ja, ihr habt hier oben das Etikett so schön dran. Noch die verschiedenen anderen Varianten, Farbvarianten. Da könnt ihr euch jetzt aussuchen, was euch am besten gefällt und das könnt ihr danach basteln. Oder ihr nehmt ein ganz neues Design. Versucht es mal mit Meloro zum Beispiel. Also ich finde, die sind sehr schön. Die kann man super verschenken.
unten kommt ein bisschen Kleber raus. Das muss ich noch verdecken. Der ist noch nicht ganz trocken. Heute trocknet nichts bei mir. Irgendwas ist heute. Und ja. Also ich hoffe, euch gefällt diese Idee. Eine Taschentücherverpackung kann man doch immer ganz gut verschenken. Auch zum Beispiel, wenn jetzt jemand Liebeskummer hat oder so, da wäre das doch auch eine schöne Idee, dass man sagt, man macht das Ganze ein bisschen mit Aufbau, mit einer Blüte. Also ich finde das schon schön. Das baut dann vielleicht ein bisschen auf und tröstet ihn vielleicht ein bisschen. Also kann man natürlich auch mit einem anderen Spruch dann versehen. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Hoffe, euch gefallen auch die Farbkombinationen. Ihr könnt jetzt auswählen, was euch am besten gefällt. Ich kann mich mal wieder nicht entscheiden. Aber ich finde alle total schön. Und genau. Was ich ganz am Anfang natürlich wieder vergessen habe zu sagen, schaut unbedingt Teil 1 von diesem Video an. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke. Dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.